Freunde, ihr könnt es vielleicht schon sehen, ich bin in Schweden. Und was heute passieren wird, könnt ihr euch nicht vorstellen. Motorradfahrer aus ganz Europa sind hierher gereist, um gemeinsam zu eskalieren. Schönen guten Tag. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch ein bisschen. Ein bisschen nur? Ein bisschen nur. Was soll das denn heißen? Ich dachte, wir sind hier schon halb verheiratet, Ring an Finger. Deine Ständerprobleme habe ich vermisst. Also wenn ich euch eins versichern kann, dann, dass dieses Video heute besonders asozial wird. Geile Sonnenbrille, Bro! Digga, die sieht so komplett behindert aus, wirklich. Wo hast du sie gekauft? Die hat tatsächlich der Kollege, der mit uns ist, zur Geburt gekriegt. Das ist eine Kinderbrille. Kinderbrille. Was hatte der denn für einen Schädel, Digga? Ich hab einen Minischädel. Sieht einfach unfassbar sexy aus. Wirklich, Freunde, nehmt euch an diesen Leuten hier bitte kein Beispiel. Beschämend. Ich muss sagen, ich feiere seine Husqvarna übelst. Ich habe diese Farbkombination noch nie gesehen. Zieht euch das mal rein. Junge! Geiler Scheiß. Boah, Junge, was liegt denn da auf der Straße? Holy shit. Das müssen wir zur Seite räumen. Ist ja todesgefährlich. Nicht, dass sich da noch ein Biker verletzt, ey. Eine gute Tat am Tag. Ich sag euch, sowas, was da gerade auf der Straße liegt, das kann einem Motorradfahrer zum Verhängnis werden. Wenn ihr sowas seht, räumt es weg. Ach du Scheiße, Digga. Ist er komplett behindert? Oh Gottes Willen, Bruder. Wow! Was hat er denn jetzt verloren? War das ein Seitenteil? Digga, Junge, was war das? Nase und die ist weg, dieses Halteding, weißt du? Das heißt, ich fahre am besten jetzt nicht mehr hinter dir, weil das könnte noch mal abfliegen. Super. Wem gehört denn das Bike hier? Das ist ausgeliehen. Wo kriegt man denn so ein kleines Kennzeichen her? Ja, bestellen Sie den Logo-Kennzeichen. 100% legal? Perfekt. Hat so ein bisschen Amerika-Vibes. In Kalifornien, da kriegst du auch so kleine License-Plates. So ein Querformat, ne? Ja, übel nice. Ist sowieso nicht angemeldet. Die ist nicht angemeldet. Das war natürlich nur ein Scherz, ne? Ja. Nick, möchtest du eine kleine Weisheit raushauen? Hört auf, in die Schule zu gehen. Hast du auch Schule geschwänzt? Immer. Echt jetzt? Ja, ich bin nie hingegangen. Gerade mal den Radschaftsschluss mit Punktlandung. Immer nur das gemacht, was man dazu musste. Weißt du, das Minimum. Also Freunde, ich würde jetzt an der Stelle sagen, geht ruhig in die Schule, nehmt das mit, was wichtig ist, aber macht trotzdem, worauf ihr Bock habt. Lasst euch nicht irgendwie einreden, Ausbildung ist wichtig, Studium ist wichtig, das stimmt alles nicht. Macht das, was ihr wirklich fühlt, weil nur dann könnt ihr darin gut sein und damit dann auch viel Geld verdienen. Sonst macht ihr irgendeinen Scheißjob, den jeder andere Depp macht. Ein Studium, was tausend andere machen, damit werdet ihr nicht reich und vor allem wahrscheinlich nicht glücklich. Gehen wir jetzt ein Eis essen oder was? Let's go! Wo ist die Eiscreme-Bude? Da! Da gibt's Eis! Hast du Kronen wahrscheinlich, ne? Kronen? Ja, hier kann man nicht mit Karten zahlen. Hello? Hi. Can we buy ice cream? Yes, if you have cash or switch. But you're really beautiful. Thank you. Yeah. Are you Swedish? Yes. Oh, okay. What's your name? Jennifer. I'm David. Nice to meet you, Jennifer. Have a nice day. Bye-bye. Also eigentlich stehe ich ja nicht auf blond, aber doch, die war ganz süß, die Jennifer. Du hättest fast ihre Nummer gehabt. Die Jennifer, das ist meine Verlobte, also Finger weg. Wie ihr sehen könnt, unsere Truppe hat sich ein bisschen vergrößert. Mittlerweile sind wir 1, 2, 4, 6, 12, 14, 16 Stück. Ich habe keine Ahnung. Servus. Servus. Nicht was Langes, Hartes und Kaltes im Mund. Was machen wir denn jetzt gleich noch? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir stehen jetzt an der Tankstelle. Du nochmal mit mir zusammen in Zusammenarbeit schwedische Frauen belästigst. Was wäre so dein Anmachspruch? Ich bin jetzt eine schwedische Frau. Oh, damn. You have beautiful eyes. Ich würde dir meine Nummer geben, auf jeden Fall. Dein Instagram wird mir reichen. 20 people. Yes, I'm over. Over the bridge. Over the bridge. Thank you. Der Weihnachtsmann hat gerade gesagt, die sind schon über die Brücke gefahren, oder? Ja, richtig. Also ab hinterher. Haben die uns jetzt wirklich hier alleine im Stich gelassen? Leider ja. Unfassbar. Wir sind hier, da ist Jenrik und wahrscheinlich auch die anderen. Das heißt, wir fahren jetzt hier rechts und denen dann komplett entgegen. Ist das rechts oder da links? Hier rechts. Das ist ein geiler Typ. Du auch! Was? Wir stehen gerade mitten im Kreisverkehr. Das stimmt. Junge, wie viele sind wir? Zieht euch das mal rein. Es werden echt immer mehr.
Also der Typ aus Österreich geht auf jeden Fall extrem ab. Alter, was? Er hat einfach einen No-Hander rausgehauen. Geiler Scheiß, Digga. 3, 2, 1. Oh ja, Mann, das war synchron. Ich sag's euch, es gibt kein besseres Gefühl, als ein Wheelie zu ziehen nebeneinander. Das ist einfach nur göttlich. Ja, Mann. Schon wieder zur Tankstelle. Wer hat denn da seine Karre wieder leer gefahren? Janos Pizzeria. Pizza essen, Pizza essen. Nee, so eine ungesunde Scheiße mache ich nicht. Er ist ganz schön leise. Von Berg aus keine DB-Killer. Geil, der Ohrenschmalz hat vibriert. Wirst du da nicht angehalten in Düsseldorf? Ja. Und was sagen die dann? Oder was sagst du? Ich sag meistens Hoppla. Wie Hoppla? Du sagst Hoppla und dann sagen die, ah, okay, gute Weiterfahrt oder was? Ich muss ihnen erstmal erklären, dass es von Berg aus so drauf ist. Und das glauben die dann, oder? Zum Teil ja, zum Teil nein. Und wenn die es nicht glauben, was sagen die dann? Dann gibt's ein Verwarngeld. Wie viel PS hat die? Die hat ein Chip-Tuning drauf vom Vorbesitz. Die hat ein Chip-Tuning drauf? Ja, die soll haben, ich glaube, 67 PS. 67? Meinst du, ich kann die mal kurz Probe fahren? Ja. Ja? Ja. Muss ich da irgendwas beachten? Der Tacho hängt halt so lose. Ah ja, das ist auch original, ne? Wie der Auspuff. Genau. Genau, ja, ja, ja. Was ist das nochmal für ein Motorrad? Also Marke Husqvarna? Husqvarna SM630. Das Fernlicht ist immer an, weil das Fernlicht vorne auf Masse geschaltet ist. Das habe ich noch nicht umgedreht bekommen. Scheiß auf das Fernlicht. Genau. Also das Wichtigste ist immer, dass ein Motorrad laut ist. Das ist es. Wenn das erfüllt ist, dann ist mir der Rest egal. Dann kann von mir aus das Tacho hier gleich abfliegen, das ist scheißegal. Alter. Husqvarna 630, ich habe schon wieder vergessen, was das für ein Modell war. Auf jeden Fall, Kuss geht raus, dass du mich hier deine Karre fahren lässt. Boah, Junge, das Teil ist so laut, holy shit. Perfekt, Vollgas. Junge! Alter! Kleiner Soundcheck im Tunnel und 3, 2, 1. Wirklich no joke, ich bin gerade positiv überrascht von dieser Supermoto. So, jetzt machen wir hier mal einen U-Turn und dann gucken wir mal, wie schnell das Teil von 0 auf 100 geht. Die Jungs, die denken sich jetzt auch, was macht der Typ da? Nochmal Soundcheck im Tunnel. 3, 2, 1. Alter! Was ist das für ein Ding? Das Ding ist komplett krank, Alter. Also einfach nur brutal. Dickes Dankeschön. Also es war echt ein Vergnügen. Ich habe Schlimmes erwartet, so vom Handling her und allem, aber es war echt eine Erfahrung. Camp Asozial. Grüß Gott. Ist das euer? Das ist meiner, ja. Darf ich mal gucken? Ja, klar. Das Pitbike sieht geil aus. Ja, willst du gerne fahren, oder? Ja, klar, gerne. Wenn ich darf. Ich bin noch nie so ein Ding gefahren. Was ist das denn? Ich will das jetzt nicht aussprechen, was hier steht, weil nachher wird mein Video dann noch gesperrt. WTF, Digga. Man kennt sie. Aber hier sind Frage dran, ne? Digga. Ja, okay, gut, gut, ja. Was ein bisschen anders ist, du hast alle Gänge nach oben. Unten ist neutral. Kann ich jetzt ohne Kupplung einfach den Gang reinkicken, oder was? Nee, das ist jetzt Leerlauf. Ach so, das Leerlauf. So, jetzt ist Gang drin, jetzt kann ich fahren, oder was? Kannst du fahren. 3, 2, 1. Das ist so komisch, ohne Kupplung die Gänge durchzuschalten. Willst du auch mal fahren? Ja, muss ich vorher mal fragen. Meinst du, Maurice kann auch mal eine Runde fahren? Ja, kannst du mit der Großen umgehen? Ja, einigermaßen. Die hat schon Leistung, ne? Echt? Ja, ordentlich. Kleiner Mann, kleines Bike, das passt bei ihm auch besser. Schallermann Wheelie raus! Komm, Maurice, du schaffst das! Gleich legt er sich hin. Das ist ganz schön steil. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Komm, 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 weiter, 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 weiter. Wow!
Ich werde mir jetzt gleich nochmal ein, zwei Bier reinorgeln. Ich werde auf jeden Fall gleich ins Fitnessstudio gehen. Guck, hier steht's schon. Sport. Trainierst du eigentlich nur, um Frauen zu beeindrucken? Also ich trainiere, um... für mich. Das hat so lange gedauert, diese Überlegung.